So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren eben einkaufen im Rewe. Pupsi hat schon wieder was entdeckt und zwar hat sie gesagt, guck mal, was es da gibt. Durstlöscher mit Zuckerwatte-Geschmack und irgendjemand hatte den letztens gepostet. Ich habe nochmal in das Fach reingeguckt und gesehen, da ist auch der Durstlöscher mit Kaugummi-Geschmack, also Bubblegum. Und damit das nicht nur zwei Packungen sind, sondern man auch mal was Normales hat, habe ich gleich noch Durstlöscher, Eistee, Pfirsichgeschmack mitgebracht. Und der hat sogar einen Strohhalm. Der hier hat nämlich gar keinen Strohhalm. Da unten ist schon wieder ein Krankenwagen. Und für Thumbnail will ich die jetzt alle dreimal hochhalten und dann wollen wir die mal probieren. Und das hier ist immer noch meine Pflanze, die ich letztens auf Müll gefunden habe, die seitdem hier steht und immer noch existiert. Das wundert mich ein bisschen. Wir wollen jetzt alle drei so testen, einzeln und dann wieder alle drei zusammengemischt im auf die dicken Bierglas. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal das Berliner Luftgläschen, mache den ganz normalen Eistee-Pfirsich-Geschmack hier auf, nehme das hier raus, diesen Trinkhalm, stech den hier ein und anstatt daraus zu trinken, will ich jetzt mal gucken, wie das ist, wenn ich hier dran drücke. Ob ich dann mir ein bisschen hier in das Gläschen reinfüllen kann, zum Probieren. Das ist richtig genial, jetzt ist auch hier oben was rausgetropft. Das ist also der Eistee-Pfirsich-Geschmack, so sieht er aus. Müsste ganz normal also nach Eistee schmecken. Ja, schmeckt gut, nicht zu süß. Schön Pfirsich-Geschmack, trotzdem irgendwie erfrischend. Wässrig, aber mit Geschmack. Also nicht so einfach so, sondern halt so irgendwie, wenn das gekühlt wäre, wäre das genau perfekt. Kommen wir mal zum nächsten, zum Zuckerwatte-Geschmack. Das ist leider alles nicht gekühlt, aber wenn es gekühlt wäre, wäre es bestimmt perfekt. Wir testen Zuckerwatte, stechen dasselbe Babröhrchen jetzt hier rein, füllen mal Zuckerwatte hier ein in das Glas. Hier läuft leider alles runter, vielleicht sieht man das, vielleicht auch nicht. Egal, der Tisch, der wird irgendwann eh wieder sauber. Zuckerwatte ist komplett durchsichtig. Das sieht einfach aus wie Leitungswasser oder wie ein klarer Wodka. Wir probieren Zuckerwatte. Na, was schmeckt Zuckerwatte? Eigentlich halt nur nach süß. Zuckerwatte hat einen unglaublich guten Geschmack. Noch besser als der Eistee Pfirsich. Den hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, das ist einfach nur komplett süße Plörre. Hat aber wieder eine sehr wässrige Basis, zu der ein angenehmer Geschmack dazukommt, der auch wieder nicht zu süß ist und sich gut trinken lässt, wenn es jetzt wenigstens noch ein bisschen kühler wäre. Und als drittes haben wir, was total eingesaut ist jetzt, Bubble Gum. Wir stechen wieder hier oben rein. Man kann das schon gar nicht mehr reinstechen, das ist schon kaputt. Das geht nicht mehr, das ist alles Mist. Aber wir haben ja hier an dem Zuckerwatte ein zweites Röhrchen gehabt, einen zweiten Trinkhalm zum Glück. Den brauchen wir jetzt, um bei Bubblegum ein Loch reinzustechen und jetzt umzufüllen. Hier denke ich, das ist das bläulich? Ist das rosa? Es ist einfach wieder wässrig, genau wie das andere. Füllen uns also dieses Glas auch auf. Wieder bis zu 4 Zentiliter, stellen es dann ab, gucken es uns kurz an. Sieht auch wieder aus wie so ein Wodka-Shot. Den ziehen wir uns auch rein. Der riecht nicht angenehm, ich hoffe, der schmeckt besser. So, er schmeckt besser als er riecht. Man könnte es auch ganz im entferntesten Sinne als Kaugummi-Geschmack, als Bubblegum wahrnehmen. Schmeckt mir aber trotzdem irgendwie sehr künstlich, chemisch. Das heißt für mich, Zuckerwatte-Geschmack ist der Gewinner. Den fand ich am besten. Und jetzt vergessen wir mal die Röhrchen und das ganze Gebambel, was hier rumfliegt. Nehmen uns mal die Schere, denn jetzt versuchen wir alles zusammenzumischen. Das heißt, wir nehmen erstmal den Eistee, machen hier drüben am Rand die Lasche hoch. Und werden die Lasche einfach aufschneiden, abschneiden, wie auch immer. Sodass wir jetzt hier über diese Öffnung richtig genial
in unser auf die dicken Bierglas einfüllen können. Ungefähr ein Drittel. Das dürfte ein Drittel sein. Das sieht gut aus. Das machen wir jetzt mit den anderen beiden auch noch. Auch hier mit dem Marshmallow. So, hinten ist ein Luftloch. Hier schneiden wir wieder ab. Dann klappen wir es ein Stück hoch. Mischen Marsch, ach, Zuckerwatte noch dazu. Ungefähr so. Und jetzt Bubblegum. Auch wieder Lasche hochklappen. 20.04.24. Lasche abschneiden. So, Basteln mit Ramses, das neue Format. Wir drücken hier drauf. Füllen jetzt hier wieder ein. Und dann ist das Ding voll, 0,5 Milliliter. Hier ist übrigens auch 500 Milliliter drin. Das heißt, ein so eine Packung wäre ein komplettes Bierglas. Das ist sehr ergiebig auf jeden Fall. Ich weiß den Preis jetzt leider nicht. Aber mich überrascht das jedes Mal wieder, dass in so einem Karton Durstlöscher ein ganzes Bier drin ist. Ein ganzes Bier, also ein halbes halt. Das ist jetzt hier Bubblegum, Zuckerwatte, Eistee, Pfirsich. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Enough talk.